Hallo, ich bin Mara, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Chiara und ich bin 17 Jahre alt und wir haben den Film Anna eingereicht. Worum geht's denn in eurem Film? Also es geht um ein Mädchen, das in den Kreislauf der Magersucht halt gerät und nicht mehr alleine rauskommt. Habt ihr extra vorher recherchiert oder kennt ihr jemanden, der unter der Krankheit leidet? Befragen. Also wir hatten vorher ein bisschen Zeit und wir haben halt viel recherchiert darüber. Würdet ihr denn sagen, dass nach der Produktion des Films ihr eine andere Sichtweise auf das Thema habt oder auch vielleicht sogar eure Ernährung ein bisschen umgekrempelt habt und jetzt mehr isst beispielsweise als vorher oder bewusster? Ja, also was uns ganz klar geworden ist, ist, dass wahrscheinlich viele Leute gar nicht wissen, wahrscheinlich die Eltern oder die Ärzte oder Erwachsenenleute gar nicht wissen, was für eine große Rolle das Internet spielt und was für eine große Community es da im Internet sogar zu gibt, dass da Leute halt einfach so sich auch gegenseitig dazu überreden und dass es halt so ein Kreislauf oder so ein Sog, das Internet da sein kann und wie gefährlich das teilweise sein kann. Also das hat mich irgendwie geschockt. Könnt ihr denn einen Tipp vielleicht an die Zuschauer geben, wie man sich davor schützen kann, in so eine Krankheit zu verfallen? Oh Gott, wie schützt man sich davor? Naja, also Leute, die in so eine Krankheit geraten, bei denen scheint, muss ja schon irgendwas vorher nicht stimmen, dass die überhaupt sich davon irgendwie beeinflussen lassen oder da irgendwie offen für sind. Das scheint ja, es ist ja nicht so, dass es von einem Tag auf den anderen passiert. Also das muss irgendwie schon, ich hätte jetzt nicht so einen richtig guten Tipp. Du? Vielleicht, wenn man abnehmen will, dass man das gesund macht, dass man nicht in diese Gefahr reingeht, sondern dass man eher viel Sport macht, gesünder isst und nicht auf diese schnelles, ich will schnell abnehmen, ganz schnell die Variante geht. Genau, dann vielleicht erst gar nicht im Internet und sich gar nicht beeinflussen lässt und informieren, ja. Oder? Genau, wie ihr es ganz gut am Anfang des Films dargestellt habt, wo das Mädchen, also die Protagonistin dann sitzt und anfängt zu dem Thema was zu recherchieren, vielleicht sollte man das gar nicht anfangen. Alles klar, vielen Dank, es hat uns sehr gefallen.